Wir sind im Kloster Schöntal bei der Deutschen Bischofskonferenzversammlung und ja, es gibt hier eine echte Ordensgemeinschaft, die Franziskanerinnen von Reute. Und die ehemalige Chefin der Franziskanerinnen von Reute ist hier, Schwester Pauline Link und Schwester Regine. Schön, dass Sie Zeit haben. Wie geht's Ihnen denn jetzt hier, wenn so viele ehrenwerte Herren hier im Haus sind? Was kriegen Sie denn mit? Ja, wir kriegen mit, dass hier morgen schon um 7:30 Uhr ein Gottesdienst ist und dass viele Menschen hierher kommen. Wir haben die Vorbereitungen mitbekommen, die natürlich, wenn es so eine bundesweite Veranstaltung ist, ist das für viele, auch fürs Haus, etwas Schönes und Großes. Ansonsten ist das wie bei jeder Konferenz. Die Konferenz ist hinter verschlossenen Türen und wir sind da und merken, es ist gut, dass hier, es ist verhältnismäßig ruhig gegenüber sonst, wenn viele Touristen da sind. Also ich merke, dass die Räumlichkeiten hier vor Ort eher ruhig sind gegenüber sonst, was ich bisher erlebt habe. Das heißt, man fühlt sich hier wohl. Schwester Regine, was nehmen Sie denn wahr? Wie haben Sie das Gefühl, fühlen sich die Menschen hier wohl, die zu Ihnen kommen? Was tun Sie, damit sie sich wohlfühlen hier? Also ich erlebe hier jetzt gerade auch in diese Tage, dass die Bischöfe freundlich grüßen und eine Freude haben, dass sie hier sind, und auf meinem Weg zum Büro begegne ich dem einen und anderen, und es ist einfach eine freundliche Begegnung und man spürt, dass sie sich hier wohlfühlen. Und dass die Gäste sich auch das Jahr über wohlfühlen, das heißt für uns, dass wir einfach ein offenes Ohr für sie haben und ein freundliches Wort. Mehr braucht es oft gar nicht. Und wichtig ist für uns auch die Hauskapelle, ein Ort, wo die Menschen kommen können und an unseren Gebetszeiten teilnehmen. Und wir sind jetzt ja seit August zu dritt und dann ist es doch noch mal anders als zu zweit. Sie sind ja in der Landpastoral tätig, das heißt, hier kommen ganz viele Familien das ganze Jahr über. Hier ist das Haus immer voll mit Kindergeschrei, mit Familien. Das war gestern auch das Thema hier im Nachklapp zu der Familiensynode. Jetzt wollte ich Sie fragen, noch heute ist das Thema Flüchtlingspastoral. Wie geht es Ihnen da? Was treibt Sie da um zu dem Thema? Was würden Sie da gerne einbringen, wenn Sie das könnten? Also das eine ist schon im Alten Testament heute Morgen sehr deutlich gesagt worden, dass wir als Christen und als Menschen, die an einen Gott glauben, der die Menschheit liebt, die Menschen liebt, dass wir da einen Auftrag haben und den sollten wir auch verkünden und leben. Das eine. Das andere, mich erschüttert sehr die Aussage mancher öffentlichen Menschen, die Menschenunfreundliches in die Welt setzen, das tut mir weh, das tut mir sehr weh. Und ich glaube und hoffe, dass die Bischöfe heute auch ein praktisches, eindeutiges Wort, ein ermutigendes Wort an die Menschen, die hier wirklich vor Ort sich auseinandersetzen müssen. Und da kommt natürlich eine Angst zum Teil. Man muss gegen die Angst kämpfen und man muss stützen und stärken und ermutigen für das, was die Menschen von sich aus schon tun. Es geschieht so viel Gutes. Und das muss man stützen und nicht diesen Großsprechern noch mehr Raum geben. Das wünsche ich mir. Das ist eindeutig, klar. Was ist unsere Aufgabe als Mensch? Das wäre schön, wenn da was kommt. Was wäre denn, jetzt nochmal, Sie, Schwester Regine, sind ja in der Landpastoral tätig, es kommen ja viele Familien, wie ich schon gesagt habe, viele Familien und Kinder. Haben Sie auch mit Menschen zu tun, die auf der Flucht sind und hier in Schöntal untergekommen sind oder in der Gegend hier in Schöntal? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Also in Schöntal selber im Kloster Schöntal selber sind bis jetzt noch keine Flüchtlinge. Ich denke, das hängt auch zusammen mit der Infrastruktur. Wo sollen sie dann hin? In der Nachbargemeinde Westernhausen sind welche. Ich habe jetzt bisher keinen direkten Kontakt zu Flüchtlingen, aber wir haben hier im Rahmen der Landpastoral ein Netzwerk von Verantwortlichen der Familienpastoral. Und da sind wir sehr wohl im Gespräch, dass die Einzelnen von ihren Gemeinden schauen, wo ist Bedarf an Familien mit Flüchtlingen. Bisher war es ja doch so, dass von den Asylanten noch nicht so viele Familien nachgekommen sind. Das kommt jetzt erst. Und ich denke, jetzt müssen wir schauen, was unser Auftrag
da drin ist. Und ich denke, das ist schon ein großer Unterschied im ländlichen Raum im Vergleich zur Stadt. Hier ist alles sehr weitläufig und es sind kleine Gruppierungen. Und genau die müssen wir, wie Schwester Paulin schon gesagt hat, stärken, stützen und ermutigen. Und da drin sehe ich einfach auch unseren Auftrag. Und auch vielleicht die einen und anderen Talente entdecken. Was kann der Einzelne von seinen Fähigkeiten auch für die Familien einsetzen? Hatte neulich ein Gespräch mit einer Frau, die sehr gerne malt, und wir haben darüber gesprochen. Vielleicht kann das mal auch eine Möglichkeit sein, ein Malangebot für diese Familien zu geben, und wo sie sicher auch manches zum Ausdruck bringen können, was sie erlebt haben. Also so in der Richtung sind wir offen für das, was kommt, und stützen und stärken. Das ist schön, oder? Jetzt ist es so, dass es ein bisschen kalt ist im Kloster Schöntal, also morgen soll es, glaube ich, sogar schneien. Welche wärmenden Gedanken möchten Sie den deutschen Bischöfen noch mitgeben? Wärmende Gedanken. Ja, ein Gedanke ist, dass sie selber spüren, dass sie geliebt sind und dass sie wertvoll sind, weil nur das können sie den Menschen weitergeben. Das ist der erste wärmende Gedanke. Der zweite, dass Gott mit uns rechnet und dass er eigentlich uns braucht, jeden auf seine Art und Weise, und dass wir da nicht fliehen dürfen wie der Jona, sondern da müssen wir standhalten. Und zwischendurch glaube ich, dass es gut täte, sich einfach zu freuen an Gottes Menschwerdung, an dem eigenen Menschsein und dadurch eine Ehrfurcht vor dem anderen, auch vor anderen Kulturen zu bekommen. Schwester Regine, welchen Gedanken nehmen Sie mit ins Gebet oder welche Fürbitte jetzt auch im Konkreten für das heutige Thema Flüchtlingspastoral für die deutschen Bischöfe? Ich nehme den Gedanken mit, dass ich einfach auch die Bischöfe in ihrer Verantwortung begleiten möchte mit meinem Gebet, und dass die Flüchtlinge etwas begreifen dürfen von der frohen Botschaft, die uns allen gegeben ist und auch über die Konfessionen hinweg.